Neustadt. Schöner Rückhandblock von Samsonov. Da ist er wieder, der lange Hebel von Wladimir Samsonov, zieht den Topspin durch und setzt Huda mit unter Druck. Es wirkt entschlossener, Hu Jintao, als in seiner ersten Begegnung. Toller Topspin jetzt von Hu. Zur 5:3 Führung. Schauen Sie, jetzt Verteidigung mit der Rückhand aus Extremposition und dann Vorhand Topspin wieder aus Extremposition. Das schaut schon anders aus als im Spiel gegen Li Jing. Schade, da war zweimal die Netzkante dabei, bei jedem der beiden einmal. Und dann wird der Ball immer kürzer. Und er kommt nicht mehr hin. Ausgleich. Fängt schon wieder an, mit sich zu hadern, nachdem er die Führung aus der Hand gegeben hat. Hoffe, er bringt sich damit nicht wieder wie in seinem ersten Spiel selbst aus dem Konzept. Scheint nicht der nervenstärkste Spieler zu sein, Hu Jintao. Ist aber wieder ein schöner Angriff zur 9:8 Führung. Stampfen mit dem Fuß bringt nicht wirklich etwas für den Schlag. Das soll nur den Gegner irritieren, dass der nicht genau hört, wann der Ball den Schläger berührt. Reine Irritation.
gut vorbereitet mit dem Service. Dieser Punkt von Samsonov spielt er. Eine zu hohe Rückhand und damit gibt es den ersten Satzball für Charleroi. Die größere Geduld setzt sich durch. Das hat auch schon gegen Chen Weixin gezeigt, dass er in diesen Verteidigungsrallies sehr, sehr stetig ist heute. Wladimir Samsonov. Und damit geht er 1:0 in Führung. Der Schlager versucht sich hier in Zeichensprache beim Coaching. Aber who ist dran? Es war in diesem ersten Satz wieder nur eine Nuance, die Samsonov besser war als Hu Jintao. Das kann sich noch ändern. Aber immer wieder die Rückhand in der Verteidigung etwas zu weit. Das ist heute ein häufiger Fehler von Hu. Jetzt beweist auch Hu einmal Geduld und Gefühl. Stark gespielt, wie schon im ersten Satz, starker Beginn von Hu Jintao. Vier zu eins. Aber kaum macht er einen Fehler, dieser offensichtliche Ärger darüber, das wirkt schon irritierend. Und man sieht es hier wieder, nachdem er sich einmal geärgert hat, ist die Konzentration nicht mehr so hundertprozentig und in letzter Konsequenz vorhanden wie vorher, als es noch gut gegangen ist. Also das hat schon Einfluss auch auf das Spiel.
wieder die Rückhand zu weit. Nächster Punkt. Zum 5 zu 5. Jetzt hat er die Chance. Puh, Ying Chao. Jetzt muss er dranbleiben. Zwei Punkte ist er vorne. Jetzt muss er es spüren, dass er Wladimir Samsonov genauso gut besiegen kann. Haben sie mal die Rollen getauscht, die zwei, Samsonov als Verteidiger. Aber das macht er auch sehr gut. Hu Ying Chao führt jetzt 8 zu 6. Aber immer wieder dazwischen dann so scheinbar einfache Fehler wie zuerst bei der Rückhandverteidigung, ist wieder über die Rückhand, also irgendwo gibt es da Unsicherheiten bei Hu. Und dann liegt er vorne, macht einen Fehler und man sieht richtig, wie er zappelig wird. Da sind seine Bewegungen viel schneller, viel, ja, unkontrollierter fast. Wird nervös, ungeduldig. Und gibt damit Samsonov wieder die Chance, die Oberhand zu gewinnen. So schnell wird aus einer Führung Satzball für Samsung. Elfzer. Auch Satz Nummer 2 geht an Wladimir Samsonov. Und wieder muss man sagen, Hu Ying Chao hat es selbst in der Hand gehabt, diesen Satz zu gewinnen. Die Möglichkeiten waren da, die Führung waren da. Spielerisch hat er es durchaus drauf. Aber seine eigenen Nerven, die machen ihm da offensichtlich immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Und der Druck wird nicht weniger. Denn jetzt spielt er gegen den Matchverlust. Chen Weixing ist da ganz schön böse offensichtlich. Satz Nummer 3. Samsonov führt 2 zu 0.
Wieder der Fehler und wieder der Ärger. Normalerweise sollte der Verteidiger den Angreifer mit seinem Verteidigungsspiel entnerven und nicht der Angreifer den Verteidiger mit seinem Angriff. Da läuft was verkehrt aus der Sicht von Hu Jingchao. Jetzt allerdings 2:2. Gelungener Tempowechsel. Gelungenes Service. An sich ein guter Block, aber 2 mm zu tief. Ja, das wirkt ungeduldig. Bereitet das schön vor und hat dann nicht die Ruhe, konsequent diesen Topspin durchzuziehen. Ja, das Publikum hier in Charleroi wittert jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für das Finalrückspiel am Samstag in Wiener Neustadt. Denn sollte Samsonov jetzt möglicherweise sogar 3:0 gegen Hu Jingchao hier gewinnen, dann würde das bedeuten, dass die Chancen von Charleroi im Rückspiel sehr, sehr gut stehen. Dann wäre Charleroi mit jedem Sieg selbstverständlich Champions League-Sieger. Und im Falle einer Niederlage könnte man sich sogar ein 2:3 oder auch ein 1:3 mit schlechterem Satzverhältnis aus der Sicht des SVS Niederösterreich erlauben. Da freut er sich schon über das vermeintliche Glück auf seiner Seite. Bei diesem Netzroller und dann passiert auf der gegenüberliegenden Seite das Gleiche. Schön gespielt von Samsonov. Hochkonzentriert in den wichtigsten Phasen der Partie. Das ist die große Stärke des Weißrussen. Aber Hu lässt nicht locker, bleibt dran, nur 2 Punkte liegt er zurück. Wenn Hu diesen Satz noch umdrehen kann, ist nach wie vor alles möglich. Er bleibt dran, 6:7. Ja, das wäre doch was, wenn jetzt Samsonov die Nerven wegschmeißt. Den Sieg vor Augen. Schaut aber nicht so aus, als ob er
Ku diesen Gefallen machen würde. Im Gegenteil, beweist jetzt sehr viel Nervenstärke Wladimir Samsonow und treibt Huda mit diesen konsequent durchgezogenen Topspins in die Defensive. Ball an der Kante, Punkt an Hu. Auf des Messers Schneider die Partie. Kippt sie noch einmal? Oder kann sich Samsonow durchsetzen? Zwei Matchbälle für Wladimir Samsonow. Gewinnt Charleroi hier 3:1 oder kommt Hu noch einmal zurück ins Match? Und welche Rolle spielt bei diesen Matchbällen das Publikum im Spirodon? Das war ein Netzservice, Wiederholung. Noch einmal. Ja. 10:9, erster Matchball abgewehrt. Einen hat er noch, Wladimir Samsonow. Jetzt ist es vorbei. Samsonow schlägt Hu Jintao 3:0 und damit gewinnt Charleroi dieses erste Finale gegen den SVS Niederösterreich mit 3:1. Das bedeutet, nächsten Samstag in Wiener Neustadt müssen die Niederösterreicher 3:0 oder 3:1 gewinnen mit einem besseren Satzverhältnis.